Der zweite Text heißt, es geht hier nicht um Biomüll. Ich denke zu viel. Ich google, ich denke zu viel. Ich bekomme einen Vorschlag, denken Sie nicht zu viel. Ich sage, okay, ich denke wirklich viel zu viel. Ich denke, ich muss weniger denken. Ich denke daran, wie hilflos man eigentlich sein muss. Zu googeln, ich denke zu viel. Ich denke, das ist nicht normal. Ich denke, das ist ein Fehler im System. Ich denke, ich bin ein Fehler im System. Ich denke an Biomüll. Ich denke, dass ich ihn dringend heute noch rausbringen müsste. Er ist wirklich viel zu voll. Ich denke, nein. Ich denke, wenn ich später koche, würde es sich eigentlich erst morgen lohnen, den Müll rauszubringen. Ich denke, ich würde andernfalls mich später ärgern, nicht vorhin gedacht zu haben, ich denke, ich muss den Biomüll morgen rausbringen. Ich denke ans Kochen. Ich denke an Kartoffeln. Ich denke daran, wie viel Kilogramm Schale man bei circa 2 Kilogramm Kartoffeln hat. Ich denke, wie viel Volumen x Kilogramm Schale von 2 Kilogramm Kartoffeln an Biomüll am Platz einnehmen. Ich google, wie voll darf ein Biomüll sein. Ich bekomme einen Vorschlag. Denken Sie nicht so viel. Ich denke, okay, ich denke wirklich viel zu viel. Ich denke, das ist nicht normal. Ich denke, das ist ein Fehler im System. Ich denke, ich bin ein Fehler im System. Ich denke wieder an Kartoffeln. Ich denke daran, dass Britta ja gar keine Kartoffeln mag. Und Piet mag sie nur geröstet, also gebraten mit Speck, viel Speck. Eigentlich mag er nur gebratene Kartoffeln und eigentlich nur gebratenen Speck und gar keine gebratenen Kartoffeln. Und Alex ist Vegetarier und Bob ist allergisch gegen Butter. Ich denke, Mist. Ich denke daran, wieso ich erst jetzt daran denke und nicht bereits vorgestern daran gedacht habe, als ich einkaufen war und nachgedacht habe, was wir für heute Abend alles brauchen werden. Ich denke an die Zeit, die mir noch bleibt. Ich denke eine halbe Stunde, ich denke 15, okay, ich denke 10 Minuten zum Duschen sollten reichen, 2 Minuten anziehen, 3,5 Minuten Treppe hinuntergehen, 5 Sekunden Fahrrad aufschließen, 8 Minuten zum nächsten Aldi. Ich denke an die Ampel bei der Kreuzung, ich denke, Ich denke daran, wie verdammt lange die immer auf Rot steht. Ich denke, bei der Konzeptplanung der Kreuzung hat jemand nicht richtig nachgedacht oder einfach gar nicht gedacht. Ich denke darüber nach, wie voll es jetzt sein wird, heute auf einem Freitagabend um 18 Uhr am 23. Dezember. Ich denke, ich werde bei Kartoffeln bleiben. Ich google Kartoffelrezepte für Vegetarier, Speckliebende und Butterallergiker. Ich bekomme einen Vorschlag, denken Sie nicht so viel. Ich denke, okay, ich denke wirklich viel zu viel. Ich denke, das ist nicht normal. Ich denke, das ist ein Fehler im System. Ich denke, ich bin ein Fehler im System. Ich denke daran, was alles noch zu tun ist, bevor die Gäste kommen. Ich denke darüber nach, ob ich Kerzen anzünden sollte. Ich denke daran, wie viele ich anzünden sollte. Ich denke darüber nach, welche ich anzünden sollte. Ich denke darüber nach, ob es sich lohnt, die Duftkerze von Westwing für 20 Euro anzuzünden. Ich denke, wie bescheuert man eigentlich sein muss, eine Duftkerze für 20 Euro zu kaufen. Ich denke daran, dass Britta eigentlich gar keine Duftkerzen mag und Piet mag nur Lavendel, also frischen Lavendel mit Stängel, viel Stängel, also eigentlich mag er nur Blumen und Alex ist Frutaria und Bob ist allergisch gegen Gräser. Ich denke, ich werde die Kerze nicht anzünden. Stattdessen denke und decke ich den Tisch. Ich denke, wer am besten neben wem sitzt. Ich denke wieder an Kartoffeln. Ich denke an die Position des Tisches. Ich denke daran, welche Servietten besser passen, rot oder grün. Ich denke an diese eine Falltechnik, die ich mal gesehen hatte. Ich denke ans Basteln. Ich denke an Deko. Ich schaue mich um. Ich denke, ich muss aufräumen. Ich denke, ich werde jetzt den Biomüll rausbringen. Mein Freund kommt nach Hause, beginnt Kartoffeln zu schälen, zündet eine Kerze an und sagt, der Abend wird sicher entspannt. Soll ich noch den Biomüll rausbringen? Ich senke den Blick und denke, er hat nicht so viel über heute Abend nachgedacht wie ich. Ich vergleiche mich, ich denke, ich bin unentspannt, ich denke, ich bin ein Klischee, ich denke vor allem eines, ich bin das Problem, ich bin ein Fehler im System. Freunde sagen, denk nicht so viel, die Welt sagt, denk nicht so viel, Google sagt, denk nicht so viel, okay, denke ich, denke nicht mehr. Kämpfe gegen den Gedanken, der gedacht werden möchte, an, sperre ihn ein, denke nicht nach, schweige, sitze still, kämpfe, schlucke, kaue auf der Unterlippe herum, will aufstehen und Britta ein Brot anbieten, zwinge mich sitzen zu bleiben, kämpfe, ich fühle mich verantwortlich. Dafür, dass Britta die Kartoffel nicht isst, Piet im Kühlschrank nach Speck sucht, Alex die Duftkerze wegschmeißt und Bob einen allergischen Anfall bekommt. Ich denke, das alles ist meine Schuld. Ich denke, ich habe nicht genug gedacht. Ich denke, ich bin nicht gut im Kümmern. Ich denke, ich bin keine gute Freundin. Ich bin keine gute Frau. Erst als Britta später mit mir auf dem Sofa sitzt, sich an Keksen satt ist und mir beichtet, wie oft sie denkt zu viel und sich deswegen schlecht fühlt, gleichzeitig aber auch, wenn sie mit Absicht nicht denkt, denke ich zum ersten Mal, ich bin nicht allein damit. Das hier ist kein Einzelfall, das hier ist nicht mein persönliches Problem, kein nerviger Perfektionismus oder ein individueller Charakterzug, das hier folgt klarer Systematik. Diplompsychologin Patricia Camarata gibt dem Ganzen einen Namen, die Mental Load. Dabei geht es nicht darum, den Biomüll rauszubringen, sondern eben über das darüber nachdenken, ob man ihn noch rausbringen müsste. Es ist ein tiefes Gefühl der Verantwortung, das insbesondere Frauen bei der sogenannten Care-Arbeit fühlen. Studien beweisen inzwischen, dass dieses Gefühl nicht angeboren ist. Nein, lieber Thorsten, ich lag nicht mit 2 Monaten im Maxikosi und habe darum gebeten, mich endlich gedanklich mit dem Werdegang meiner Babyborn beschäftigen zu dürfen. Dieses Gefühl ist tatsächlich anerzogen.
Und es ist belastend. Immer dann, wenn es zu viel wird, immer dann, wenn da kein Platz mehr im Kopf für andere Dinge bleibt, wie Kunst, Lernen, Sport, die Optimierung von Trainingsplänen, das Checken der Hallenzeiten, das Schreiben, das Malen, das Lesen, das Besserwerden. Dass Leute treffen, Leute kennenlernen, mit Leuten Kontakt halten, wichtigen Leuten, das Planen von Karriere, das Verstehen von Aktien, den Umgang mit Geld, die nächste Gehaltsverhandlung, das gefördert werden, das unabhängig sein. Ich denke, sage ich, es ist immer in diesen Momenten besonders belastend, in denen ich an Biomüll denke und nicht an mich selbst. Ich denke, wir müssen über Biomüll reden und wann zu voll ist. Wir müssen nicht das Denken, sondern den grundsätzlichen Gedanken ändern. Es geht hier nicht um Biomüll, auch nicht um Duftkerzen oder ob man die Kartoffeln nun brät oder nicht. Es geht hier um Rollenbilder, um Erwartungen und vor allem um eines, um Gleichberechtigung. Ich denke, das System hat viele Fehler, aber Frauen sind es nicht. Danke.